Situation ist ernst. Ich habe Sie heute hier zusammengerufen, um die neuen kritischen Entwicklungen von Flight Universe zu besprechen. Darunter fallen zum Beispiel die Hunderten von Leuten, die jeden Tag aufhören zu spielen, die Tausenden Spieler, die drohen, in der Zukunft noch aufzuhören zu spielen, wenn wir nicht die erforderlichen Hotfixes, Bugfixes und Patches releasen, die unbedingt notwendig sind, um das Reborn-Update zu retten. Außerdem müssen wir aufhören, solche Goofy-Ass-Events aufzuspielen. Wir können sie zwar reparieren, aber das können wir uns nicht nochmal leisten, solche schlechten Events aufzuspielen. Am ersten Tag von dem Event haben sich hunderte Leute gar nicht erst eingeloggt, weil sie gesehen haben, was wir da für einen Müll aufgespielt haben. Das kann so nicht weitergehen und ich möchte jetzt Vorschläge hören, wie das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Zuallererst möchte ich unseren Produktmanager bitten, uns ein paar Vorschläge zu machen, wie wir besser mit den Spielern in Kontakt treten können, unser Produkt weiterentwickeln und verbessern können. Bitte, ich höre. Okay, das war jetzt noch nicht so überzeugend, aber ich sehe Potenzial. Das ist ein guter Punkt, an dem bleiben wir dran. Gut, als nächstes würde ich gerne mit den Entwicklern sprechen über die neuesten Ideen und Konzepte, die wir jetzt nach Reborn angehen können, um die Spieler vielleicht etwas von den Problemen abzulenken und das Ganze wieder in eine positive Richtung zu lenken. Bitte. Okay. Auch definitiv noch verbesserungswürdig, aber hey, damit kann man arbeiten, sag ich mal. Okay, da können wir dranbleiben, alles klar. Kritisch ist ebenfalls der Discord. Wir verstehen die Spieler über den Discord offensichtlich nicht. Sie beschweren sich, sie schreiben Feedback, sie chatten mit den Moderatoren und trotzdem kommen die Kernprobleme nicht bei den Entwicklern an und werden nicht behoben. Woran liegt das? Ihr habt keine Ahnung, was ihr macht, oder? Ihr habt keine Ahnung, was ihr da eigentlich tut, oder? Alles klar. Dachte ich mir. Zuletzt möchte unser Vertreter aus Japan, der den Konzern vertritt, noch mit einer wichtigen Message an euch alle ein paar Worte an euch richten, die euch motivieren sollen, die hier besprochenen Forderungen und kritischen Punkte, die wir unbedingt im Spiel brauchen, umzusetzen, damit es uns allen in der Zukunft besser gelingen wird, unseren Job besser zu machen. Bitte. Geld. Geld. Wir wollen mehr Geld. Danke für diese eindrücklichen Worte. Wir werden sie uns sicherlich alle zu Herzen nehmen und in der Zukunft hart daran arbeiten, dass die Dinge hier ein bisschen besser laufen, weil so ein Fehltritt wie bei Reborn können wir uns bestimmt nicht nochmal leisten. Wir haben jetzt einige Spieler dadurch verloren. Wir werden in der Zukunft viele Spieler verlieren und ja, das darf nicht nochmal passieren. Also ich bitte euch jetzt in der Zukunft euch ein bisschen mehr zusammenzureißen, Leute. So kann das nicht weitergehen. Gut, dann schließen wir die Sitzung hier. Ich denke, wir haben vieles Wichtiges besprochen, viel erreicht und ja, das nächste Update dann im Herbst 2026.